Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich schon die Strecke am Du entlang geradelt bin. Es ist auf jeden Fall ein schon ziemlich alter Kanalradweg, der von Mühlhausen nach Besançon führt oder umgekehrt. Und er ist absolut grandios. Also es ist ein schön gemachter Radweg, meistens geteert, gibt viel zu sehen, ist eine wunderbare Landschaft. Und man hat auch seine Ruhe. Auf diesem Radweg bin ich angekommen, dann, weil ich diesen Winterunterbrechung machen will. Und darüber lasse ich die Bilder sprechen auch an dieser Stelle. Der Tag, der siebte Reisetag, das war schon der Hammer. Also da war wirklich Schneeregen angesagt, Ekelwetter. Ich habe echt überlegt, wie komme ich da durch. Ich habe überlegt, in den Zug zu steigen. Habe mich irgendwo in Isle-sur-le-Doubs, einer kleinen Stadt, dann mal in einen Café gesetzt und einen Kaffee getrunken. Naja, und ich weiß auch nicht, das ist vielleicht die Magie des Pausemachens oder des Kaffeetrinkens, des Rumtrödelns und des Prokrastinierens. Das Wetter wurde besser, also minimal. Es hat aufgehört zu schneeregnen und der Schnee ist auch wieder getaut. Also nichts wie in den Sattel und weiter auf dem Radweg, immer Richtung Mühlhausen weiter. Ich glaube, ich hatte gehofft, an dem Tag ziemlich weit zu kommen, aber eben, wer prokrastiniert, wer nicht fährt, kommt auch nicht vorwärts. Ich glaube, es waren dann auch nur noch so 60, 70 Kilometer. Kurz vor Mühlhausen habe ich mich dann wieder durchgefragt zu einer Pension. Die war auch wunderbar, schön. Es war also Zelten hätte ich in der Zeit auch nicht wollen. Auch im Hinblick auf das Gesamtergebnis der Radreise, da muss ich immer sagen, manchmal muss man sich einfach freikaufen. Da muss man halt über seinen Schatten springen und hoffen, dass man irgendwie das bisschen Geld für eine Pension sich abzwacken kann vom Gesamtbudget und dann halt gezielt auch sich was Gutes tun, indem man sich diese Wärme kauft. Die Slideshow ist fertig. Es dürften die wenigsten Bilder sein bisher, weil Mieswetter fotografiert nicht gut. Dennoch viel Spaß mit dieser kleinen Slideshow jetzt.